So. Was soll ich sagen? Ist das geil, bitte? Vom Wasser. Wir sind gerade wieder in Österreich unterwegs, ein Freund und ich. Und wir haben Anfang Februar. Es war jetzt echt bitter kalt und wir haben extrem viel Schnee heuer gehabt. Und jetzt ist der erste Einbruch einmal da. Also sie haben gesagt, heute Morgen so zwischen 10 und 13 Grad. Damit haben wir gleich einmal spontan zusammen telefoniert, gesagt, ja, du, schaut gut aus, wir fahren jetzt gleich mal ins Wasser, schauen wir mal, was läuft. Wir sind auf einem See, der ist jetzt nicht überwiegend tief. Der hat so Stellen mit maximal 3,5 Meter. Das Tolle aber an den ganzen Geschichten da ist, dass da vorne oben ein Warmwassereinlauf ist von einer riesen Firma da hinten. Das heißt, das Wasser ist auf dem Teil vom See ganz selten, sogar im kältesten Winter mal gefroren. Und ich setze, wenn ihr das wissen wollt, wieder mal auf meine Lieblingskugeln. Auf die Rastafar, da habe ich auch noch ein bisschen was daheim vorbereitet, vorcrunched, das ist so fast schon mehlartig, das mische ich einfach drunter. Die eine Route habe ich jetzt da gleich ausgeworfen mit PVA und bei den anderen zwei, weil wir gesagt haben, ja, wir gehen es ein bisschen gemütlich an, nehme mein Futterboot und schaue einfach einmal mit dem Echolot, wo ist ein bisschen Kanten von den tieferen Stellen auf und setze definitiv jetzt einmal tief ab. Was für den See ja nicht unbedingt für sich jetzt spricht. Wir nehmen euch jetzt einmal mit und schauen wir mal, was jetzt da kommen wird. Aktiviert, die sind scharf und ich drehe jetzt noch mal eine Runde ums Gewässer, am Ufer mal ein bisschen spotten, ein bisschen schauen, was passiert, was los ist. Ja, mache das irrsinnig gern in der Früh, genauso wie auf die Nacht, also Dämmerungszeiten, Morgen- und Abenddämmerung und ja, mal schauen ein bisschen, ob sich was am Wasser tut. Glaube ich jetzt zwar nicht, gell, um die Jahreszeit, aber ja, im Endeffekt ein bisschen was da, ein bisschen sich aktivieren. Ihr kriegt es eh mit, wie der Wind ist nicht weniger geworden. Ich hoffe, ihr macht uns jetzt auch keinen Strich durch die Rechnung in der Nacht. Aber wie gesagt, wir sind dran und drauf und machen weiter und lassen uns im Endeffekt vom Wind nicht runterkriegen. Und ja, ich schlage mich jetzt wieder durchs Dickicht und okay, da hinten ist ein Weg. Ja, nein, ich schlage mich nicht durchs Dickicht. Ich gehe jetzt den Weg entlang am Ufer und schaue mir das Wasser ein bisschen an. Aber trotzdem melde ich mich noch ein bisschen später, weil, ja, weißt du,
Nicht, dass im Endeffekt euch durchs Gehen da schlecht wird. Durch Shaken und das alles. Und ja, wie gesagt, bis später. Schauen wir mal, was passiert. Karpfen fangen, einen Frühjahrskarpfen fangen. Ha, es passt, wir sind froh, es hat genauso funktioniert, der Platzwechsel hat sich ausgezahlt, jetzt haben wir mal die Fischerl gefunden. In der Nacht war es jetzt dann einmal richtig frostig, wir haben jetzt 5 Grad wieder noch Wassertemperatur, wir haben wirklich ganz wenig Futter dazugegeben und ja geil, echt, taugt mir, Bestätigung, dass wir alles richtig gemacht haben. Ganz egal, wie groß das der Fisch ist, jetzt bei 5 Grad Wasser herrscht und die Jahreszeit im Februar zählt einfach.
wäre jetzt cool, aufstehe, ein bisschen was filmen. Und in dem Moment fährt der Bissmütter. Oder schreit mich plötzlich der Bissmütter an. Ja, ich habe es nachher nicht ganz geschafft, dass ich Kamera und alles mitnehme und das alles festhalte auf Kamera. Aber das, was ich festgehalten habe, ist der Fisch. Und den zeige ich jetzt auch gleich, wo ich definitiv jetzt sagen kann, Platzwechsel im Winter zahlt sich aus. Also, wie gesagt, auf den Neigenplatz sind jetzt binnen 24 Stunden gleich zwei Fische gekommen. Und ja, einfach nur geil. Wie gesagt, ein Schuppenmau und ein Spiegelkarpfen taugt mir voll. Also, was will man mehr in der Winterangelei? Was soll ich sagen? Ist das geil, bitte? Druck. Auf Wiedersehen.